Ist das toll. Euer Sabbelbüdel Florian. Und dann haben wir hier vorne noch eine Type, eine wichtige mit der Mütze. Das ist unser Hannes, denn er kann es. Und die Frage des Tages lautet, ja, lobt die nicht zu sehr, der hebt uns ab. Die Frage ist ja, was für Zulassungen brauchen wir hier? Wir haben zweierlei Zulassungen fürs Fahrzeug. Wir sind jetzt an Land zugelassen als Stadtbus, fahren als Stadtbus durch Speicherstadt und Hafen City. Also hat ein Busführerschein mit Personenbeförderungsschein. Und in 20 Minuten, genau, ihr habt das geprüft, in 20 Minuten kommt dann der große Test, kann der 18 Tonnen Stadtbus schwimmen, ja oder nein? Wir wollen das zusammen herausfinden. Wir sind klassifiziert worden, sagt man, denn das Schiff hat ja von den Kollegen zugelassen, vom germanischen Lloyd als Fahrgastschiff. Und weil wir das gewerblich machen, hat unser Hannes das passende Befähigungszeugnis oder wie der Volksmund sagt, Patent, also drei Zettel, drei Scheine. Hannes, er kann es. Der ist jetzt eine Woche raus aus dem Knast, ist hier zu Wiedereingliederung. Immer tadellos betragen, also da ist man auf der sicheren Seite hier. Das Miniaturwunderland kulinarische Weltreise. Das ist ein Sonderprogramm abends immer, da kommt nur eine gewisse Anzahl Gäste auch rein. Und hier zu jedem Bauabschnitt gibt es dann passend ein Buffet. Also wollen wir sagen, Schweiz, Züricher Geschnetzeltes, Deutschland Currywurst, Dänemark den Aquavit zum Verteilen, nur mal für den Hinterkopf. Wir kennen die Themse Liesel aus London, die macht das schon jahrelang, auch so ein bisschen grüßen gleich, wenn zu viel gegafft wird. Wenn der Pöbel nicht zurückgrüßt, nicht die Kontenance verlieren. Aber es ist schon eine Bereicherung für Hamburg, das darf man sagen. Alter Kaispeicher mit dem Neubau. Aus der interessanten Glasfassade, ja. Der Saal, der große mit der weißen Haut, aber auch die Plaza und hier zur Straße das Hotel. Andere Seite, Gustav, sind Wohnungen, wenn du mal eine Wohnung in Hamburg brauchst, weil deine Eltern dich so sehr nerven, dann kannst du dir hier eine Junggesellenbude kaufen. Brauchst du nur 38.000 Euro für einen Quadratmeter. Das ist toll, das ist modern, mal was anderes. Und die andere Hälfte der Leute sagt, ach nee, für mich ist das jetzt so nichts. Aber wie gesagt, da muss sich auch jeder selbst eine Meinung bilden. Nein, das Schild Sackgasse können wir ignorieren. Das hat für uns keine Bedeutung. Wir sind das ideale Fluchtfahrzeug. Zweimal war die Polizei hinter uns her. Am Ende der Straße hatten wir sie abgehängt. Ja, hier geht's jetzt zur Sache. Es gibt kein Zurück mehr. Aber eine Chance hat man noch, wenn man raus will. Unser Hannes muss uns nämlich noch per Funk beim Schiffsverkehr anmelden. Die können ja nicht ahnen, dass der Bus jetzt kommt. Und tschüss, Herr Pulski, tschüss. Jawohl, ja, wenn das Schiffshorn erklingt, dann ist dem letzten Kleinen Hamburg jeder schnell. In Hamburg wird der Bus zum Schiff und wir haben Schiffshorn nur deutlich gehört. In dem Moment sind wir kein Bus mehr, jetzt sind wir klassifiziert, schippern als Fahrgastschiff. Ja, Fahrzeug besonders, wir haben ja zwei Zulassungen, also auch zwei Bauteile, wenn man so will. Der Bus an Land, der läuft auf einem normalen Buschassis, Busfahrgestell, was ganz regulär gekauft wurde. Und das Besondere ist jetzt das Schiff, da wurde richtig ein Konstrukteur beauftragt, der also eine besondere Form von Schiffskörper entworfen hat. Bei uns, der Rumpf selber sitzt hier mittig, ist geformt wie ein Kasten, wie ein Schuhkarton. Und dieser Schiffsrumpf, der Schiffskörper wurde dann als Auflieger auf das Busfahrgestell gebaut. Was besonders ist für uns hier in Hamburg, es gibt ja auf der Welt sich andere Projekte ähnliche, aber bei uns besonders ist, dass wir drei Motoren haben. Hier vorne im Podest mit dem gelben Rand sitzt der Motorblock vom Bus und hinten haben wir zwei Schiffsdiesel, zwei Schiffsmotoren. Die wiederum treiben zwei Jets an, zwei Wasserstrahlantriebe, wie so ein Jetski, kann man sich das vorstellen. Und Sturmflut geschützt. Von oben mit Fahrtrichtung kommen sie runter. Hier setzen Fernwärmenetz angeschlossen ist, kriegt man von hier die Wärme, ein Kraftwerk. Gleich wieder der spannende Moment. Wir beginnen mit dem Landeanflug. Cabin Crew, please prepare for landing. Vorderräder. Hinterräder, zack, Schiffsdiesel aus, jetzt wieder Stadtbus. Sauberster Stadtbus Deutschlands. Ja, alles, der kann es, der macht das gut. Hätte ich einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, weil die hier
der welthöchste Mobiltoilette haben. Hamburgs höchstes Dixi-Klo. Da oben muss man mal drauf achten. Da sind die im Guinness-Buch der Rekorde mit. Vorsicht, die Oberlichter sind auf, das ist ein Plumpsklo. Gleich nochmal Hafengelände mit den Containerbrücken. Was für Turm ist das denn? Ja, den lasse ich immer aus, weil die Leute, wenn ich das gleich aufkläre, dann gucken die mich an, als ob ich getrunken habe. Das ist ein Wohnprojekt. Das ist eine Musterwohnung. Dieser Turm da auf dem Sockel, diese Lotsenstation, fast sieht das aus. Lighthouse Living. Die Glocke unten links, das Kreuz, also ein bisschen schief gelaufen hier. Haben sie natürlich extra gemacht. Sogenanntes ökumenisches Forum, wie eine Art Gemeindehaus für die Hafencity. Schlussaufgabe lautet: Findet den Fehler. Irgendwas stimmt da gleich nicht. Mal genau gucken. Hier? Rechts im Plan gespannt. Mal genau hingucken. Die sind bedruckt mit Folie, aber da muss man... Ja, cool. Ja, liebe Leute, wir haben es geschafft. Alle haben sich sehr tapfer gehalten. Nur unsere Haltestelle ist belegt. Das geht natürlich nicht von den Firmen. Gustav, geh hier mal klopfen bei den Leuten, die drehen Pfefferkörner. Vielleicht brauchen die noch ein Detektiv. Ja, wir sind gleich wieder da. Er fährt jetzt weg. Alles gut, da vorne steht auch noch einer, der nicht hingehört. Aber bleibt bitte kurz sitzen, bis wir gleich komplett stehen. Ab und an ruckelt das nochmal hier. Und ansonsten lasst Hannes auch kurz durch. Der möchte sich die Beine vertreten. Wir haben noch zwei Abfahren. Ist ja jetzt Busfahrer, der darf mit als erster raus. Und ansonsten bedanke ich mich, also die Einzelnen versetzt die Treppe runter. Genau, nicht alle gleichzeitig. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich. Ich wünsche allen einen flotten Freitag, schönes Wochenende. Bleibt wie ihr seid. Danke und tschüss. Dankeschön.